In diesem Video zeigen wir dir, wie die berühmte Presentation, die so aussieht, in einer ganz anderen Form getanzt werden kann. Und wir zeigen dir auch einige Progressionen von Basic bis Super Cool. Let's do this. Die Presentation, oder wie wir es nennen, Crossbody Inside Stop, sieht so aus. Es ist ein Crossbody Lead, das überdreht wird und dann am Ende haben wir noch eine Damendrehung. Nochmal von der Seite, rechts in rechts Beginn, Crossbody Lead, überdreht und dann danach eine simple Damendrehung. Jetzt tanzen wir das in einer anderen Handhaltung und kommen zu einem anderen Ergebnis, zu einem anderen Kontext. Jetzt landet die Hand hier unten und von da tanzen wir jetzt einmal Damendrehung. Einmal noch von der Seite, sprich ein Hairbrush vielleicht. Links in links. Links in links. Hop. Und Damendrehung am Platz. Und 5, 6, 7. Das macht es schon etwas interessanter. Davon gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Rechts oben, links bleibt unten. Einmal hier drüber und dann wieder Damendrehung. Die Möglichkeiten sind sowieso unendlich. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Variante links in links geführt. Jetzt schauen wir, was wir dann noch machen können. Ich nenne das Verdichtungsstrategie. Wir fügen andere Drehungen in derselben Zeit. In diesem Fall Herrendrehung unter der Hand vor dem Inside Stop und dann ein Inside Stop und hier eine Damendrehung. Noch einmal von der Seite. Ich drehe nach rechts und gleich füge ich hier ein Inside Stop ein, beziehungsweise die sogenannte Presentation. Die nächste Stufe, ich baue für mich Drehung davor und danach, beziehungsweise währenddessen ein, sprich erste Drehung für mich, 5, 6, 7, zweite Drehung für mich und 5, 6, 7. Das heißt, hier, wo ich sie eingedreht habe und 1, 2, 3 drehe ich nach rechts und 5, 6, 7 wechsle die Hand und jetzt drehe ich sie mit meiner rechten Hand. Einmal noch von der Seite, 1, 2, 3 und 5, 6, 7, nur dieser Teil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dafür ist wichtig, dass ich diese Hand, die ich wechsle, also meine linke hier, wenn wir mit 1 beginnen und 1, 2, 3 hinunterbringe und ihm muss auch näher da sein, weil wenn ich die Hand hier hinten irgendwo suche, kommt es nicht sehr gut. Das heißt, Hand nach unten, ich darf nicht zu weit sein und jetzt kann ich sehr gemütlich hier in diese Damendrehung kommen. Gehen wir zur nächsten Progression. Das heißt, wir haben Drehung für mich hier, dann Drehung für sie da, Drehung für mich hier und ein Check und Richtungswechsel. Was ist da jetzt passiert? Anstatt sie weiter in die Richtung zu drehen, wie eine normale Damendrehung, nach rechts, werden wir diese Drehung abstoppen und 5, 6, 7 und sie in eine Linksdrehung führen statt rechts. Einmal zeigen wir es hier von da. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Was man im YouTube oft sieht, ist nicht das, was immer auf der Tanzfläche passiert. Was bedeutet, was man hier meistens sieht, ist, aha, er tut sie mit der Hand hier andrehen. So sieht es aus, aber tatsächlich geführt wird das Ganze mit meiner Körperposition. Sprich, hier gehe ich 5 kontra mit meinem Oberkörper, wenn wir das so zeigen, und 5, 6, 7. Statt, ich bleibe am Platz und bewege meinen Arm. Das sieht man gleich, die Reaktion fühlt sich nicht sehr gut an. Nochmal von der Seite gezeigt und 1, 2, 3. Ich wechsle die Hand und gehe hier mit dem gesamten Körper kontra. Somit spürt sie das sehr viel präziser und das Ganze ist auch sanfter. Sie dreht auf 7, denn sie glaubt, es geht nach rechts. 5. Jetzt haben wir nur so eine Breastline, nennt sich das, oder Delayed Forward Walk. Das heißt, wir haben nicht das gesamte Gewicht drauf. Wir werden wieder 6 redirected sozusagen. Umgelenkt. Der linke Fuß setzt jetzt in die Richtung, in die ich drehen möchte und auf links drehe ich dann 7. Währenddessen kann ich natürlich meine linke Hand nach oben führen, das ist gut, was in diesem Fall zielführend ist, weil er dann mich wieder, wenn in Tanzhaltung, gut fassen kann. Wir zeigen nochmal den Teil und 5, 6, 7 und 1, 2, 3 und 5, 6, 7.
das ganze Ding nochmal hier. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7 und 1, 2, 3, check. 5, 6, 7 und 1, 3 und 5, 6, 7. Das ist aber nicht alles. Wir gehen weiter. Dort, wo wir sie checken, wir bauen noch einmal Verdichtungsstrategie, noch eine Liedersdrehung ein. Sprich, dort, wo sie dreht, 5, 6, 7, drehe ich auch nach links und dann tanze ich Crossbody Lead. Das Ganze jetzt 1, 2, 3 und 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 1, hab und 5, 6, 7. Wohlgemerkt, dieser Barrel Turn, wo wir beide gleichzeitig drehen, ist für beide nach links. Das heißt, sie dreht aus ihrer Sicht nach links, ich gehe auch oder drehe nach links und gehe auf 1, 2, 3 auf sie zu und 6, 7. Natürlich ist das noch nicht alles. Wir können das weiter verdichten. Sprich, dort, wo sie eine normale Drehung tanzt, sprich, wo wir keinen Check tanzen und 1, 3 und 5, 6, 7, kann der Leader auch ein Turn für sich einbauen. Wohlgemerkt, diese Squeeze-Drehung, wie ich sie nenne, für den Leader, der Quick-Turn, ist nach links aus der Sicht des Leaders. Wir zeigen es nochmal so vor. 1, 2, Inside-Stop oder Presentation. Er dreht 1, 2, 3 und 5, 6, 7, Squeeze-Turn und dann vielleicht noch der Ausgang für sie. Mit diesen Progressionen wollen wir zeigen, dass coole Figuren, die komplex aussehen und cool aussehen, sehr wohl auf Basic-Elementen und auf Basic-Techniken aufgebaut sind. Und dazu kommen dann eben diese Verdichtungen, andere neue Drehungen bzw. Richtungsänderungen. Du musst nicht alle diese Progressionen können. Aber die eine oder andere Variante wird dir helfen, deine Presentation in einem neuen Glanz erstrahlen zu lassen und aufzupeppen. Wenn du mehr diese Tools sehr strukturiert genießen möchtest, dann laden wir dich ein, unsere SocialDancingAcademy.com auszuprobieren.